Hi, ich zeige dir heute, wie du das KI-Tool Midjourney für viele kreative Bilder nutzen kannst. Midjourney ist ein Programm, was $10 im Monat kostet mit dem ersten Plan. Und hier kannst du viele richtig coole KI-Bilder erstellen für dein Online-Business, für Social Media. Und es ist beeindruckend, was dabei rauskommt. Hier in diesem Video geht es darum, den Midjourney-Kanal einzurichten und erste Schritte damit zu machen. So, und hier richten wir jetzt den Midjourney Account ein. Dafür gehst du jetzt auf midjourney.com und dann Join Beta. So, jetzt erstellst du hier deinen Account und klickst die Nutzungsbedingungen. Jetzt bekommst du einen E-Mail-Link und kannst loslegen. Um Midjourney zu starten, brauchst du jetzt Discord. Ich habe mir das jetzt auf meinen Rechner runtergeladen. Hier fragt er natürlich dann, möchtest du diese App öffnen aus dem Internet, also Discord öffnen, und dann hat er automatisch schon Midjourney hinzugefügt. Das heißt, ich kann jetzt hier schon loslegen. Du siehst, ich habe jetzt hier meinen Account in Discord, also dieser hier. Dann habe ich mir einen Server errichtet. Also ich kann jetzt hier reingehen und sagen, einen Server eröffnen und Freunde hinzuladen. Hier kann ich mit dem Plus einen Server erstellen, selbst erstellen. Und ich kann das auch Lerngruppe nennen und da vielleicht Kursteilnehmer einladen. So, also selbst erstellen für mich und meine Freunde oder für einen Club. Und kann man jetzt hier mit Journey oder sowas benennen. So, gar nicht so einfach hier den Zugang zu finden, aber dann irgendwann klappt es und spätestens mit Support nochmal schreiben, dass er bitte diesen Account hinzufügen kann, hat es dann bei mir geklappt. So, und dann haben wir hier mit Journey hier verschiedene Events auch finde und ein Getting Started. Wenn ich hier eingebe Getting Started, dann erklärt er mir hier, wie es losgeht mit Midjourney. So, und dann geht es irgendwann los. Wir nehmen jetzt noch einen zweiten Block auf für dich, für die Prompts. Das heißt, wenn du es bis dahin geschafft hast, schon mal herzlichen Glückwunsch. Und dann kann es hier losgehen, dass du verbunden bist mit deinem Account und eingeben kannst. Ich gehe dafür auf meinen Server, den ich erstellt habe, und kann dann hier richtig tolle Bilder erstellen lassen. So, probieren wir noch mal was auf. Imagine Leuchtturm am Strand. So, und ich gebe hier einen Leuchtturm am Strand, hell, sonnig, fast. Und je mehr Attribute ich dazu eingebe, umso konkreter wird das Bild, was ich mir wünsche. Das heißt, du kannst jetzt hier anfangen für Social Media, wenn du ein bestimmte Idee hast, die du auf Social Media posten möchtest. Wow, neues Jahr, neues Glück oder so, dann gehst du hier rein und sagst dann halt Frau voller Freude, mal gucken, im Lavendelfeld tanzend. So, und dann würde ich immer fast jetzt eingeben, damit du erstmal erste Ergebnisse hast. Inzwischen haben wir den Leuchtturm erstellt. Wow, ganz schön kitschig. Und ich kann jetzt hier auf die Bilder gehen und sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Hier hast du die Bilder, die entstanden sind. U1, U2, U3, U4 und V1, V2, V3, V4 sind Varianten von diesen Bildern. V1, V2, V3, V4. Und ich kann hier noch dann einfach nochmal sagen, will ich nochmal eine weitere Variante. Aber ich will jetzt hier nicht 1000 Leuchttürme entstehen lassen, sondern wir gehen jetzt mal in dein Thema. Also du willst jetzt sagen, 2024 hat begonnen, starte dein glückliches Leben, sei gesund, sei glücklich, sei fit, komm in meine Abnehm-Challenge oder was auch immer. Also ich habe hier vergessen, imagine. Gut, also das nochmal kopieren. Slash imagine. So, und dann kommt das Prompt, Frau voller Freude im Lavendelfeld tanzend, fast. Und du ersparst dir sozusagen mit den $10 Subscription hier für Midjourney, kannst du dir ja einfach tolle Bilder entstehen lassen
und sparst dir teure Stockfotos oder so, erstellst die einfach selber in dem mit den Attributen, die du jetzt brauchst. Und du kannst dann auch später die Bilder noch bearbeiten. Da gehen wir dann im nächsten Video drauf ein. So, ich würde jetzt auf jeden Fall hier mal die Attribute ändern, sagen, die hat ein kurzes Kleid an oder also jetzt nicht so sowas U3. Und ich kann jetzt hier die Bilder noch bearbeiten und hier drauf gehen und so bestimmte Regionen hier bearbeiten. Ich möchte das alles nicht. Zum Beispiel. Und unseren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Wir gehen mal imagine. Frau am Schreibtisch von hinten arbeitet, helle Umgebung. Mal gucken, was da kommt. Währenddessen hat er weitergemacht mit der Frau mit dem lila Kleid. Beziehungsweise eigentlich habe ich ja gesagt, Frau im Lavendelfeld. Aber sie musste hier ein lila Kleid haben. So, ich kann jetzt sowas nehmen oder ich sage dann einfach nochmal einen konkreteren Befehl. Frau hat ein kurzes Kleid an und so weiter. So, die helle Umgebung hat er auch nicht unbedingt gemacht. Okay, so fühlen wir uns, wenn das Business nicht läuft und wenn es nicht digitalisiert ist, auf jeden Fall. Also kann ich solche Bilder mir jetzt erstellen lassen und genau den Schmerz meiner Zielgruppe damit ansprechen. So, geht es dir so wie diese Frau hier und mach mir jetzt nochmal Varianten von dieser Frau V4, Varianten von 4. Ja, also die sieht auf jeden Fall aus wie meine Zielgruppe. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon ziemlich krass. Und du kannst dann hier einfach die U1 dir anschauen und dann kannst du die nochmal zweimal vergrößern, wenn du sie größer haben willst, upscale 4 times. So, die willst du jetzt ganz groß haben und du kannst eben auch Zoom out, Zoom, Custom Zoom Einstellungen machen. Das sind schon mal die ersten Befehle von Midjourney. Hier geht es jetzt erstmal darum, einfach die Einstellungen zu finden, einmal die Bilder einzugeben, slash imagine, kommst du jetzt erstmal schon weiter, dass du Bilder erstellst und mehr dann im nächsten Block, wo ich dir noch mehr mit Befehlen und Prompts für Midjourney beibringe, wie du das bedienst. Also viel Spaß damit. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.